da sind wir wieder. Wir spielen wieder eine Runde Winkelkühe. Und, ich habe da Pipi gemacht. Okay, ja, gut, dann können wir aufmachen. Komm, wir machen einfach mal auf. Einfach mal offen. So, kann ich hier ein bisschen rumspinnen? Ja, kann ich. Mach ich mal hier so. 2, 3. Aber ich habe langsam auch genug Hemden, aber ich muss ja irgendwie den Rotz hier auch leveln. So, Hemdenhersteller. Aufgabe gemacht. Sehr schön. Okay. So. Erweitere deinen Laden. Ich habe keine Alraune, du blöde... Bah! Grümpelfee. Ich brauche dringend Geld. Los, kauft Sachen. Los, alles kaufen. Alles. Brauchst Wolle? Du kriegst Wolle. Hier. Zack. Du brauchst Eisen. Ich... Hol dir Eisen. Komm schon, gib mir Eisen. Na, verdammt. Kein Eisen. Aber das Holz ist billig. Ich muss so 3 Stück mit. Habe ich noch Käse? Ich habe noch Käse. Okay, ciao. So, nee, wir haben doch kein Eisen. Ciao. So, ich kann hier einmal kurz, was wollte ich denn da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, nimm ruhig noch einen Apfel, genau. Zack, hier, ich habe noch mehr, guck mal. Da, genau, kauft Hemden. Muss den Scheiß endlich loswerden. Was möchtest du? Suppe? Habe ich keine Suppe mehr? Ich habe keine Suppe mehr, nein. Oh, das ist aber ärgerlich. So. Noch mehr Käse. So, okay, meine Schulden habe ich schon mal drin. Sehr gut. Jetzt wird geerntet. Dann sind die Taschen gleich wieder voll. Blablab. Blablab. So. Ah, der Lavendel kommt aber gleich noch. Ja, ja, ja. Okay. Gut. Was kommt hier unten hin? Da kommt Suppe hin eigentlich. Ich muss das hier mal kurz neu ordnen. Ich muss mal kurz alles weg. Weg. Ich muss mal hier, weil sonst komme ich hier gar nicht mehr hinterher. Es ist heilloses Durcheinander in meinen Regalen. Oh, ich bin echt jetzt schlimm beladen, aber so. Hierhin kommt jetzt Gemüse und Obst. Wieso habe ich denn Getreide? Oh, nice. Habe ich keinen Platz für. Okay, also. Hierhin kommt Erntezeug. So ist es besser formuliert. Das heißt, hierhin kommen die Äpfel. Hierhin kommen die Artischocken. Hierhin kommen Kartoffeln. Hierhin kommt Spargel. Hierhin kommt Getreide. Und eigentlich müsste ich hier... Ach, das macht mich jetzt... Das ärgert mich jetzt. Aber dann packe ich noch den Käse hier mit rein. Dann ist das ein anständiges Regal. So, hierhin kommt jetzt das hier und das hier. So, dann haben wir das nämlich auch hier. So. Bevor ich gleich weitermache, muss ich erst gucken. Hierhin kommt jetzt Grundressourcen. Das heißt, hierhin kommt Holz. Den Nägel können wir hier auch direkt hinballern. Und packe jetzt Wolle dahin. Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich packe da Wolle. So. Und jetzt da oben packe ich einfach nochmal nur Lavendel. Nein. Aber so erstmal, das erste. So, jetzt haben wir doch ein bisschen mehr Ordnung hier ins Gerödel gebracht. Okay, meine Schulden könnte ich bezahlen. Vielleicht sollte ich mir nochmal etwas mehr zum Lagern holen, tatsächlich auch. Oder ich erweitere gleich das Geschäft noch mal. Aber ich brauche auch noch Deko. Deko ist auch wichtig. Der Laden muss hübsch sein. Wenn wir hier so einen Blumenpott hinstellen. Guck mal hier. Teuer? Oh ja, der ist sehr teuer. Wie viele Tage habe ich noch Zeit? Holzschulden? Nein, okay. Nee, dann nicht. Dann muss ich jetzt erstmal jetzt zahlen. Aber sieht doch ganz brauchbar aus gerade.
Ja. Oh, nicht, das ist das Dope-Regal. Da gibt es nur geilen Shit. Genau, kauf mal Holzschuhe. Müssen auch weg, die Dinger. Ich habe gar nicht so viele Holzschuhe mehr, fällt mir gerade auf. Wie geht der Käse aus? Und die Frau möchte schon mal Eisen. Natürlich hat er jetzt kein Eisen dabei, ne? Nö. Käse hat er auch nicht. Holz habe ich jetzt nicht so viel, aber ich habe trotzdem noch zwei Holzschuhe. Äpfel. Äpfel sind im Angebot, dann nehme ich welche mit. Vier Stück reichen. Gönne ich mir mal, ich glaube, ich lasse mich mal ein auf so ein bisschen Spezialtrankzeugs. Nur so zum Dahaben. Einmal. Ich habe kein Eisen, ciao. Da hat der Wolle mitgehen lassen, habe ich gesehen. Leder? Nein, danke. Tschüss. Ich habe kein Leder. Wollt ihr alle mit Leder? Unfug wollt ihr machen damit. Schweinkram. Schweinkram habe ich kein Leder übrig hier. So. Oh, ich habe hier noch mehr Schuhe. Oh, okay. Ja, gut. Ciao. Ist einfach gegangen. Hat kein Interesse gehabt, ob ich noch mehr Schuhe habe oder nicht. Ein schön gemeiner Typ. Jetzt habe ich aber genug Geld, um mir einmal kurz hier noch mehr Verkaufszeug zum Beispiel zu gönnen. Hm. Kann ich jetzt einfach, warte mal. So. Alles verkauft. Jetzt hier so ein dickes Galoschenregal. Kann man doch machen, ne? So. Zack, das wertet das auch so ein bisschen auf hier. Und da kann dann rein ein Hemd. Schöner Schuh. Holzschuh. Und Heiltränke. So. Ist doch auch was Feines. Nicht wahr? Ja, schon. So, was können wir noch dekotechnisch für wenig Geld großen Effekt erzielen? So ein schön Pöttchen hier. Guck mal. Ein Dope-Pot. Das klang doch gut. Guck mal. Kann ich jetzt hier endlich mal sowas herstellen? Wenn ich Geld hätte vielleicht. Weiß es nicht. Also irgendwie, das ist alles gesperrt. Du bist gesperrt. Dein blödes Gesicht ist gesperrt. Das ist dumpel. So. Einmal das hier schon mal abgreifen. Ja, das ist ganz gut so. Davon habe ich jetzt aber auch genug. Kartoffeln. Kartoffeln wollen waffeln. Kartoffeln und Getreide. Ich könnte so geil backen und kochen, aber ich brauche eine scheiß Küche. Wirklich. Rezession. Oh nein, die wirtschaftlichen Aktivitäten nehmen ab. Die Waren verlieren an Wert. Es wird eine Weile dauern, bis sich die Preise erholen. Dann können wir direkt wieder zumachen vielleicht. Oh. Aber ich habe Heiltränke jetzt. Guck mal. Hab ich neu im Sortiment. Hab richtig investiert. Ach Mensch. Cornelius, sei nicht so. Komm. Genau. Ich habe kein Leder. Da kommt der Händler. Der will hier lila Pöttchen haben. Hat der Händler lila Pöttchen dabei? Nein, hat er nicht. Okay. Gemüsesuppe ist alle. Die ist im Angebot. Nehme ich mal welche mit. Muss man sich ja auch mal gönnen, ne? Äpfel habe ich noch genug. Den Rest kann ich selber anbauen. Beziehungsweise Käse nicht. Oh, und Käse ist auch im Angebot. Geil, das ist der Käse von vor 7 Tagen. So, nice. So, jetzt weiß ich auch, was hier fehlte tatsächlich. Da muss ich mal das hier kann doch so und weg. Und dann kann da nämlich die Gemüsesuppe ruhig hin. So,
Kann ich eine Hose machen? Theoretisch könnte ich das machen. Praktisch leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Muss ich mir doch mal was anderes überlegen hier, aber... Nein, ich habe keine Hose. Ich habe nur die, die ich anhabe. Die darfst du nicht haben. Das Erbe. So, ich brauche Leinen. Leinen. Leinen ist aber... Oh, machen wir mal vier. Das sind zwei Hosen. Okay. Stelle ich mir etwas Leinen. Hab ich den jetzt? Da ist der Bandit! So. Okay. Und dann kann ich mir... bisschen Hose machen. So, kann ich mir noch mal Leinen bestellen, bitte? Zwei Stück noch mal. So, dann bin ich jetzt aber auch pleite. Das war das Falsche, aber ist nicht schlimm. Wie viel normale Schuhe habe ich noch? Holzschuhe? Oh, Holzschuhe habe ich auch nicht mehr so viele, sehe ich gerade. So. Hemden. Hemden habe ich noch reichlich. So, dann können wir nämlich hier mal kurz das hier rausnehmen, bitte. Stattdessen die Hose ins Regal. Gut. Ja. Das ist gut. Das machen wir so. Okay. Oh, wenn ich hier meine Küche habe, ne, dann kann ich kochen. Und oh, oh. Schnell pisch pisch machen. Guten Tag. War nur pisch pisch machen. Ah, ja, geil. Da ist er. Da ist der Herd. Okay, der Herd. Nice, Alter. Nice. Jetzt geht das bald los hier. Komm, verpiss dich mit deinem Leder. Obwohl, nee, ich warte noch ein bisschen. Wenn der Händler jetzt Leder hat. Hat er natürlich nicht, aber Alraunen hat er. Guck mal, nehme ich mal zwei, drei Alraunen mit. So, oh, es ist richtig viel freigeschaltet worden. Ich bin ein bisschen durcheinander, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. So, aber du kannst dich jetzt eigentlich echt mal verpissen, Bro. Aha, hier, guck mal. Nein! Wieso habe ich es denn abgewiesen? Ich hab doch Alraun. Ach, Mensch. Oh, da ist jetzt aber nochmal Hendrik nochmal ganz schnell in den Laden gegangen, bevor er gleich zumacht. Ich kann sowieso gleich nur Gemüsesuppe machen, aber das ist nicht schlimm. Dann gibt es halt jede Menge Gemüsesuppe. Jetzt, wo ich zu viel gekauft habe davon. Egal. So, hier, du willst auch Alraune, dann kriegst du sie auch. So, ja, das lief doch ganz gut. Nägel habe ich keine mehr, aber dann kann ich was anderes da reinballern. Was kann ich denn da reinballern? Reiseschnitt. Aber, warte mal, ich kann mal die Gemüsesuppe hier bitte rausnehmen. Und stattdessen eine Alraune da reinlegen, dann passt das auch besser. Dann muss die Gemüsesuppe fürs Erste fehlen. Das Holz da weggenommen. Ja, okay. So, Freunde. Küchenzeit. Küchenzeit. Hochbeet. Nee. Ich will eine verkackte Küche bauen. Hier. Einbauküche. Krieg ich nicht eingebaut. Die ist zu groß. Kann ich über die Regale, über die Beete drüber latschen? Ne, kann ich nicht, okay. Dann muss leider hier die Tür wieder weg. Dann müssen wir mal kurz, das kostet ja nichts, das ist ja nicht schlimm. So.
So, ich mache erstmal alle Fenster weg. Und jetzt kommt da die Küche rein. So. Obwohl, nee, da war die schon ganz gut eigentlich. So, dann könnte man hier noch raus, wenn man wollte, aber... Will ich das? Will ich das? Will ich das? Weiß ich nicht. Okay. So. Kochen! Kochen! Was können wir denn machen? Haferbrei? Dafür brauchen wir aber Getreide. Aber das ist nicht schlimm. Das kann ich jetzt auch selber anbauen, beziehungsweise jetzt auch jetzt gerade, just in diesem Moment sogar ernten. So. Leute. Jetzt geht hier richtig die Post ab. Dann möchte ich erstmal so ein bisschen Haferbrei haben. Zweimal. Und jetzt geht das los mit der Gemüsebrühe hier. Was können wir denn hier machen? Da können wir alles Mögliche reintun, ne? Wovon haben wir noch genug? Alraunen haben wir. Ach, Alraunen sei schon hier. Da, Artischocken. So, richtig nice. Kann man auch Kartoffeln nehmen? Nee. Achso, hier zeigt jetzt alles an, was ich benutzen könnte. Okay. Und normalerweise braucht man dafür doch Kartoffeln und noch was anderes, oder? Ist egal, ist egal. Komm schon zurecht. Richtig gut. So, Gemüsebrühe haben wir. Richtig geil. Und Haferschleim. Haferschleim, Haferschleim. Hafer, Hafer, Haferschleim. Ich muss dringend ausbauen. Ich weiß, sieht merkwürdig aus, aber ich bin noch nicht fertig. Das soll alles fertig werden. Ich habe nur nicht das Geld. Und ich muss in 3 Tagen noch Schulden blechen, also muss das so sein. So, jetzt kommt erstmal da oben richtig dumm in das Regal, kommt jetzt der Haferschleim. Weil ich momentan kein Lebensmittelregal habe, muss der Haferschleim halt dahin. So. Okay, gut. Ab geht's. Guten Tag. Ich hab Haferschleim. Da. Ey, Jan. Mann, Jan, guck doch mal. Oh, Jan, jetzt guck mal hier. Da, siehst du, da ist Haferschleim. Oh, okay, ja, gut, dann mal. Guck doch mal, ich hab Haferschleim gemacht. Ist noch warm. Richtig Schleim. Hm. Nimmt ihn, bevor er flockt. Hm. Händler. Also eigentlich hätte ich gerne noch mal Saatgut für Kartoffeln, glaube ich. Für Getreide hat er nicht da. Ne? Alraunen, die gehen mir aus. Naja, okay, dann nehme ich mal welche mit. Kamillensamen, nee. Vielleicht ein bisschen Schlafmittel noch. Wolle, 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 Wolle. Jetzt bin ich aber auch gerupft, ne? Also Schlafmittel nur auf Anfrage, ne? Das ist halt medizinisches Erzeugnis, ne? Ah, siehst du, zack, war der Instinkt gut. Zack, ja, Schlafmittel. Jetzt habe ich aber einen Lauf hier, ne? Jetzt rupfen mir hier die Regale leer, so schnell kann ich gar nicht gucken. Ja, war ganz gut. Hat er den Haferschleim gekauft? Er hat den Haferschleim gekauft. Ja, Mann, Haferschleimtyp. Er kauft aber ordentlich ein hier. Oh, ich was da gelassen hat. So, guck mal. Richtig nice. Gemüsesuppe habe ich noch 5. Okay, Haferschleim habe ich keinen mehr in Ersatz. Muss ich 9 machen. Habe ich Getreide? Ich habe kein Getreide gerade da, ne? Mist, Kacke. Ist zwar angebaut, brauche aber noch ein bisschen. Also, morgen gibt es Getreide. Spargel habe ich.
Mal wieder ein bisschen hier Kräuterzeugs anbauen, oder? So. Brauche ich nochmal einen neuen Spargel? Ich habe jetzt ordentlich Spargel. Ich habe aber keine Artischocken mehr, fällt mir gerade auf. Eine Runde Artischocken. Dann haben wir wieder genug. Was ist eigentlich hier auf der rechten Seite? Ach, da zeigt er mir, was ich wovon habe, oder was? Habe ich doch Getreide? Nein. Zeigt er den Wert an? Okay, und wegen Jahreszeiten und so, was dann wächst und was nicht wächst, okay? Gut. Gut. So, das sieht doch gut aus alles, oder? Habe ich... Nee, Schulden muss ich gleich bezahlen, sonst hätte ich gesagt... Landwirtschaftsfest. Landwirte von überall treffen sich und teilen ihre Waren. Erhöhte Nachfrage und Preise für Feldfrüchte. Mehr Kunden kommen. Geilo. Okay. Das geheime Fenster hier macht wieder auf. Das muss ich noch wegmachen, das ist blöd. Werde ich aber vergessen. Los, auf die Feldfrüchte, ihr Feldfrüchtigen. Plop, plop. 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 Guten Tag. So, was haben wir hier? Alraun brauche ich wieder, ne? Die Alraun, die gehen. Und die sind auch immer gut im Angebot. Das ist eigentlich nicht schlecht. Kartoffelsaat hatte ich jetzt. Ich brauche Getreide. Kamille sehe ich hier. Artischocke. Nee, ich brauche Getreide noch. Aussaat. Okay, dann erstmal nicht. Nägel habe ich gerade keine. Dann nehme ich mal welche mit. Wenn die im Angebot sind, ist das ja in Ordnung. Okay. So. Muss ich auch nochmal nachfüllen. Da muss ich nachfüllen. Artischocke? Nee, habe ich nicht. Ist gerade aus. Wächst gerade nach. Oh, hier geht's richtig ab, Alter. Ich habe hier richtig ordentlichen Umsatz gerade. Was ist denn da unten, was da fehlt? Artischocke. Achso, ja, logisch. So. Leder. Oh ja, reichlich bitte. So. Oh, Leinen. Leinen ist auch nicht teuer. Ist sehr gut. Gemüsesuppe kann ich selber machen, bin ich nicht mehr darauf angewiesen. Weizenaussaat, sehr schön. Das ist mal ein richtig guter Händler hier. Guck mal, alles im Angebot, was ich gerne hätte. Alles mitgenommen. So, zack, hier kriegst du auch noch was. Nice, Alter. Richtig nice. Ich kann die Regale gar nicht mehr richtig nachfüllen. So. Geil. Das war meine Runde, Alter. Richtig dicke Knete abgesahnt. Okay, da müssen wir jetzt erstmal schauen. Was brauchen wir denn? Oh, Holzschuhe? Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Und Holz habe ich nicht, oder? Doch, ein Holz habe ich. Aber ich brauche zwei dafür. Liegt da hinten noch was im Regal? Ja, dann nehme ich das mal raus. Komm. So. Kann ich einen Holzschuh machen? Beste Holzschuh aller Zeiten. So. Was ist da oben noch? Was gehört da noch ein? Den Trank kann ich natürlich nicht machen. Da fehlt mir noch der Alchemie-Kram. Aber ich kann andere Sachen machen. Zum Beispiel das hier. Ching. Und nochmal, komm. Ching. Und nochmal. Ching. So, und ich kann hier auch das hier noch machen. Wie viel habe ich? So, zwei Leinen. Ting. Ting. So. Okay, das haben wir auch. Komm, können wir nochmal hier. So. Richtig schön. Artischocken und Getreide fehlt mir da, aber das kriege ich jetzt. Also, Getreide kriege ich. Direkt wieder an. Das fehlt mir immer noch, logischerweise.
eine Runde Haferschleim machen. Zack, dann habe ich einen in Ersatz und dann können wir die nächste Runde gleich angehen. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, Abo, Kommentar da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.